Ja, ich sitze immer noch hier. Ich habe gerade mal einen Powernap gemacht. Für 5 oder 10 Minuten. Keine Ahnung. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Und ich denke einfach gerade nur drüber nach, wie hier nichts los ist. Es ist halt gar nichts los. Selbst hier vorne ist die Straße. Da fährt vielleicht, weiß nicht, alle paar 10, 15 Sekunden Auto lang oder so. Es ist halt sehr wenig los. Und wir sitzen bestimmt alle zu Hause und denselben Gedanken hatte ich auch gerade so. Schön zu Hause auf der Couch liegen. Ein bisschen Film gucken oder einfach nur YouTube irgendwas. Einfach gar nichts machen. Aber ich habe mich für das Bessere entschieden. Also im Gesamten. Situationsbedingt würde ich jetzt lieber auf der Couch sein. Oder eine schöne Dusche. Das war jetzt auch richtig geil. Eine halbe Stunde lang duschen und sich schön vom Wasser berieseln lassen. Das wäre richtig Premium. Ja. Erst wenn man was nicht mehr hat, weiß man, was man vermisst. Mahlzeit. Oder was mich auch gerade richtig lockt, zumindest heute Abend wahrscheinlich, so einen schönen Burger oder so einen Döner oder eine schöne Pizza mit Spinat, Mozzarella und Ei. Ja, das wäre es auch. Oder wenn jetzt so gefühlt 30 Grad sind, das Wasser sich aufgewärmt hat, schön im See baden gehen. Das ist ja nicht so, dass ich einfach so baden gehen würde, also dass ich es nicht schon gemacht hätte. Im Januar bei, weiß ich nicht wie viel Grad Wassertemperatur und wo ich mit einem Kumpel von Weimar nach Erfurt gefahren bin, beziehungsweise von Erfurt nach Weimar und über Weimar von Weimar zurück nach Erfurt. Und da sind wir auch in der Talsperre Hopfgarten ins Wasser gehüpft. Also, ist ja nicht so, dass ich so oder so machen würde. Aber warmes Wasser mit Sonnenschein ist schon Premium. Das Schlimmste war, das ist schon ein paar Jahre her, da war ich in Island mit einem Kumpel, haben wir eine, ja, sind wir die Ringstraße abgefahren, glaube ich, 10 Tage waren es. Und er meinte so, ey komm, lass mal ins Wasser gehen. Ich sage, nee, auf keinen Fall. Am Meer. Also nicht im Inland gewesen, sondern am Meer. Irgendwann abends, späten Nachmittag, abends war es schon. Und er hat sich dann ausgezogen und ist dann ins Wasser. Hammerhart. Vielleicht komme ich da auch nochmal hin, irgendwo hin. Ich glaube, jetzt würde ich es auch machen. Aber vor ein paar Jahren, da war ich noch nicht so abgebrüht. Ich würde schon das andere Wort sagen. Wow, Menschen. Mach mir Menschen, jetzt kommt eine, die hier vorbei, die joggt. Joggen ist auch sowas. Kann ich nicht, will ich, also kann ich schon, will ich nicht. Es ist so, find ich, apropos, ach so, nur nochmal als Beiinfo, ich habe ADHS, deswegen die Gedankensprünge. Joggen ist so sinnlos. Und ich habe mir gestern Gedanken drüber gemacht, über die Tour de France. Und an sich ist sie ja schwer.
Aber moin. An sich ist die Tour de France sehr schwer. Aber wenn man das mal so sieht, ich habe mir letztens auf Instagram, habe ich irgendwo, glaube ich, ein Video davon gesehen. Die können ja nach Lust und Laune ihre Fahrräder wechseln. Ich finde, das geht ein bisschen so an der Herausforderung vorbei. Das ist ja kein Radfahren mehr. Das ist ja im Endeffekt, kann ich mich zu Hause auf dem Ergometer setzen, kann meine 5000 Kilometer ballern und dann kann ich bei der Tour de France mitmachen oder etwa nicht. Weil was ist denn jetzt groß dabei? Du brauchst ja nicht mehr irgendwie taktisch denken, dass du, wenn du überholst und die Möglichkeit besteht, dass du hinfliegst, ja, dann wartest du auf dein Auto, holst du dein anderes Fahrrad und fährst weiter. Müsste mich mal informieren, wie du so die ersten Tour de Frances, Frances, wie die waren. Ob die nur ein Fahrrad hatten oder mehrere. Ich finde das auch echt beschissen, dass die mit dem Auto, also während die da mit dem Fahrrad langfahren, fahren die mit ihren Support-Autos nebenher. Ich finde, das ist irgendwie. Das ist ja kein Sport mehr. Also, es ist schon Sport, aber da fehlt ja noch ein bisschen was. Das ist ja, Sport ist ja nicht gleich Sport. Naja, jetzt habt ihr erstmal einen Teil meines Gedankenfaschings mitbekommen. Und da ist noch mehr im Kopf. Naja. Abschlusswort. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss heute noch 260 oder ich müsste heute noch 260 Kilometer ballern. Also die 200 will ich auf jeden Fall voll kriegen, damit ich morgen entspannt die restlichen 60 machen kann mit. Also was ich jetzt gefahren bin, war so 21er, 22er Schnitt. Dass ich morgen die 60 Kilometer in 3 Stunden weg habe und dann ganz entspannt bei Drum Bass on the Bike mitmachen kann. Ich werde auf jeden Fall auch in die Kamera glotzen und dumm mal ansprechen. Vielleicht kriege ich ihn dazu überredet, dass er mal nach Erfurt kommt. Das wäre geil. Ich weiß gar nicht, wo man in Erfurt da langfahren müsste. Da müsste man ja auch eigentlich alles zumachen. Hauptbahnhof, Fischmarkt, Hauptbahnhof, Anger, Fischmarkt, Domplatz. Oder man fährt auf den Petersberg an. Fährt hinten über die. Über das Gymnasium runter, dann Richtung Domplatz. Hirschgarten vielleicht. Ja, wobei, du kannst da hinten über den Hirschgarten, dann fährst du zum Anger, dann zum Fischmarkt und vom Fischmarkt fährst du die Johannesstraße lang. So, bis runter Magdeburger Allee und von der Magdeburger Allee dann nochmal in den Nordpark. Eigentlich eine gute Idee. So, das was ich mache, macht auf eigene Verantwortung. Wenn ihr euch in der Zunge schneidet oder sonst noch was, nicht meine Schuld. Das war, glaube ich, das Schlusswort. So wird es auch sein.